Ostermontag besuchen wir ein kleines Gartenparadies, das zwischen der Fähranlage in Klato und dem Sagroer Schlosspark liegt. Das Gartendenkmal wurde zwischen 1925 und 1932 geschaffen. Nach der Emigration und Enteignung von Dr. Frenkel 1938 geriet die Anlage jahrzehntelang in Vergessenheit und wurde durch unterschiedliche Nutzung weitgehend zerstört. Erst nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 erfolgten umfassende Sanierungsarbeiten. Die großzügige, denkmalgeschützte Anlage befindet sich in landschaftlicher, reizvoller Lage am Steilhang zur Havel. Ausführliche Informationen zur Geschichte des Landhausgartens werden in einer Ausstellung im Besucherzentrum, ein ehemaliger Pferdestall, vermittelt.